Samir Arabi, Arminia Bielefeld hat Francisco Rodriguez verpflichtet. Was erwarten Sie sich von dem Spieler? Ja, das ist ein hochtalentierter Spieler, der jetzt in letzter Zeit beim VfL Wolfsburg immer mit absoluten Topspielern trainiert hat, jetzt sogar am Ende dann einen Kurzeinsatz in der ersten Liga für den VfL Wolfsburg hat. Und der Plan ist einfach, den Jungen die nötige Spielpraxis zu geben. Wir haben ihn auch jetzt vorher mehrfach gesehen. Sind von seinen Qualitäten überzeugt und das ist die Absprache, dass dann der VfL Wolfsburg bestmöglichen Spieler mit sehr viel Spielpraxis zurückbekommt und dass er in der Zeit, in der er uns zur Verfügung steht, uns natürlich auch weiterhilft. Aber eine Stammplatzgarantie gibt es nicht? Ja, generell gibt es keine Stammplatzgarantien. Das ist ein Junge, der das von vornherein auch weiß, der sich hier beweisen will, der es zeigt und sich natürlich dann auch über Trainingsleistungen empfehlen möchte und dann natürlich auch sich auf diesen Stammplatz dann in den restlichen 15 Partien bei uns zu haben. Sind die Transferaktivitäten abgeschlossen? Ja, die sind jetzt damit Stand heute abgeschlossen. Man weiß natürlich nie, was in so einer Zeit noch passiert. Ob es den einen oder anderen Spieler gibt, der vielleicht jetzt aufgrund bestimmter Kaderkonstellationen auf uns zukommt. Bis Stand jetzt ist das nicht der Fall, dass er sich verändern möchte. Was ich natürlich nicht hoffe, dass sich bei uns ein Spieler schwer verletzt, dass wir darauf dann reagieren müssen. Aber Stand jetzt, wenn nichts mehr passiert, gehen wir davon aus, dass wir mit dem uns vorhandenen Kader jetzt in die restlichen Spiele der Rückrunde gehen. Alle schwärmen von den Bedingungen hier in Belek, Sie auch? Ja, also wir waren ja auch jetzt in den letzten Jahren immer hier, haben uns, wie ich hoffe oder wie ich finde, als Club kontinuierlich mit kleinen Schritten weiterentwickelt. So ist das auch, was die Wintertrainingslager angeht. Wir haben hier immer hervorragende Bedingungen in Belek vorgefunden, was das Hotel angeht, was die Plätze angeht. Und ja, das ist, muss man sagen, bisher von den letzten Jahren dann heute, bis gesagt, jetzt in der Zeit dann nochmal absolut getoppt worden. Wir haben perfekte Bedingungen und jetzt seit heute spielt dann auch das Wetter mit und insofern, ja, beste Bedingungen, um sich erfolgreich auf die Rückrunde vorzubereiten. Von der wir was erwarten dürfen von Arminia? Ja, dass wir weiterhin so stabil spielen wie in der Hinrunde, dass wir hoffentlich unsere Torausbeute in den Heimspielen verbessern werden und dass wir möglichst schnell so viele Punkte holen, um unser großes Ziel zu erreichen. Vielen Dank. Danke.